Lauritz, viel sag mir, was heute der Standard ist. Junge. Eistee erstmal. Also jetzt ist es so langweilig, da nehmen manche Leute sogar ihre Playstation mit, spielen irgendwelche Kacke. Leute, das sind wohl sehr hohe angesehene Plebe, weil Joanna, du bist schon im Smoke. Joanna ist damit sehr, ja, ich glaube auch, ne? So dicke, fette Vorstellung ist hier am Start. Also wir haben gerade eben unsere coole, wir waren um 9:30 da. Halb elf hat es dann angefangen. Achso, es ist übrigens der 12. Mittwoch 2015. Wir haben gerade eben gut eine Stunde auf die Kacke hier gewartet. Yeah. Was richtig dumm ist. Und wir fahren jetzt so diese scheiß Sabajaya Tour, was auch wieder richtig schön lange dauern wird, bis 4 und gehen, ohne sich zu stoßen. Links und Bäume, rechts und Bäume. In der Mitte Zwischenräume, wo die große Elefanten spazieren gehen. Wir sind Magic und es ist einfach voll langweilig. Wir haben uns gerade eine Präsentation angegeben. Es ist der Tod. Es ist der Tod. Man sieht zwar ganz cool hier aus, aber Kühl, ne? Kühl ist. Geil. Jetzt müssen wir schon wieder ein Bild machen. Genau, siehst du, geht nur ums Aussehen vom Bild. Nervt richtig hier, also ohne Scheiß. Wir sind, glaube ich, nur Bilder machen, am Gehen und haben gerade ein bisschen zu essen in den Arsch gesteckt bekommen, weil es umsonst war. Next Destination, irgendwo da hinten die Moschee, schön, und dann sind wir fertig, glaube ich, hoffentlich. Wir haben nämlich jetzt 2 Uhr und 3 Uhr soll die Fahrt zu Ende sein und gut ist. Und es werden schon wieder Bilder gemacht, ne? Hintergrund haben wir eine wunderschöne Moschee, wo wir aber nicht rein dürfen, was natürlich auch wieder semi ist. Der Rest steht jetzt alles massenhaft vor der Moschee, wir dürfen halt nicht rein. Und Lauritz und ich haben uns gedacht, weil wir ja clevere Füchse sind, wir gehen ein bisschen ans Wasser und gucken uns die wunderschönen Buildings von Putrajaya, war das, ne? Oder ja, Sabajaya? Putrajaya an. Also das da, dieser hohe braune Turm, ist wohl, da steht wohl die ganze Geschichte Malaysias drin. Da die Brücke ist sowieso chillig. Das Geländer ist sehr heiß. Übertrieben. Ah! Wer aber, es länger anfassen kann. Aber hier könnte man mal eine Runde... Oh, jetzt geht's. Jetzt hat man so die heiße Phase überstanden. Hier könnte man noch eine Runde Kitesurfen, ne? Wäre schon ganz chillig. Aber hier ist wohl auch das Red Bull Air Race irgendwo in der Ecke. Aber dieses Jahr leider nicht. Ich habe nämlich schon geguckt, weil... Es wäre nämlich ganz chillig. Naja. Noch mehr intelligente Deutsche, die nicht vor der Moschee stehen wollten. Geil. Also, wir fahren gerade auf einen der größten Roundabouts der Welt. Da oben ist irgendwo... Ist das das Hotel? Ja, ein Part vom Hotel. Ja, das ist wohl ein riesiges Hotel da oben. Und Shangri-La. Ist einfach geiler als Sabajaya, ne? Ja, viel geiler. Ist so. Hier ist wenigstens mal so ein bisschen was grün und so. Ich glaube, grün ist einfach meine Lieblingsfarbe. Okay, now we have... Sabajaya haben wir nur halt... Da Putrajaya.
Cyberjaya wird halt so viel gebaut. So viel gebaut und hier ist schon wieder fertig, weißt du? Und, ja. Back to Cyberjaya, ne? Mehr so Cyber. Cyberwelt, Alter. Ja. Robotik.